Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Freitag, der 13. am Mittwoch, den 20. Ha! So ein Beschiss. Gar nicht wahr, das ist der 19. Dienstag. Ja, stimmt. Ja, morgen wäre der Mittwoch. Und damit hört ihr auch schon, wer noch mit dabei ist, nämlich die Kadi und auch das Jojo. Ja, hallo. Fabi, ich glaube, du bist gerade eben verwirrt gewesen. Ja. Wir nehmen jetzt gerade am Dienstag auf. Die Folge kommt aber am Mittwoch, den 21. Ganz genau, ihr hört es. Und deswegen spiele ich jetzt auch mal den Killer. Wir wollten erst in der Online-Lobby machen, aber da sucht man momentan noch ziemlich lang. Und deswegen haben wir einfach gedacht, machen wir nochmal eine Dreierrunde. Ich bin diesmal der Killer. Und die beiden Mädels müssen überleben und ein Auto reparieren, was schon mal schwerfällt, ist, weil sie Mädchen sind. Und das sagst du. Ich habe das letzte Mal deine Autobatterie außen eingebaut, ja? Ja, dann geht auch hier das Auto reparieren. Und oder sie müssen die Polizei rufen oder generell überleben. Und ich bin der miese Metzelmann. Kurz gesagt, Jason Voorhees. Bin gespannt. Für mich ist es jetzt gerade direkt die allererste Runde. Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Das heißt, ich werde sterben. Ich bin rücksichtsvoll. Aha. Die Juju hat es dafür voll drauf. Oder, Juju? Total. Genau, sie ist auf jeden, Juju war auf jeden Fall... Ich bin bisher immer gestorben. Genau, die Leute haben gesagt, ich soll dich nicht so brutal umbringen. Dabei haben sie vernachlässigt, dass du mich dreimal so oft umgebracht hast in der letzten Runde. Aber es gibt da Unterschiede. Ja, du hast ja, mich... Ja, es ist ein Unterschied, ob man jemanden den Kopf mit der Tür abschlägt oder ob man jemanden nur aus dem Fenster wirft. Ja, und das mit dem Fenster, das war aus Versehen. Ich wollte das nicht. Das ist so, ich hab dich... Ich dachte, bei euch eigentlich immer noch? Ja. Ich dachte eigentlich, dass ich dich so einklemme und dann das Fenster so auf dich drauf schlage, aber da habe ich dich doch aus dem Fenster geworfen. Oh, das wäre ja auch so viel besser gewesen. Finde ich schon. Das Guillotinenfenster. Das muss für jeden Killer. Also ich höre schon die Hintergrunds. Ah ja, jetzt höre ich es auch. Wir wurden auch gefragt übrigens, das Spiel kann man sich aktuell noch nicht holen. Man kann es nur schon vorbestellen. Nicht vorbestellen, man kann es momentan nur bei Steam sich schon mal in den Ordner reinladen. In die Wunschliste. In die Wunschliste, ganz genau. In die Wunschliste. Und damit geht es los. Higgins Haven, 1984. Was, da war ich noch flüssig. Das Intro seht ihr immer am Anfang, man kann es auch nicht skippen. So. Und am Anfang wird immer ein random Charakter schon abgeschlachtet? Nee, das ist einfach, das wäre ein bisschen asozial, wenn es so wäre. Das ist einfach ein neutraler, es ist immer dieselbe Person. Genau. Okay. Wie kannst du mich sehen und wie kann ich sehen, ob du in der Nähe bist? Du hörst es aber, wenn die Musik so anders wird und ich kann euch alle 10, 20 Sekunden jeweils kann ich so eine Sicht machen, dass ich euch orten kann. Im Haus, wenn ihr im Haus seid, ist das schwerer für mich genau zu orten, wo ihr seid. Und wenn ihr sowas wie das Radio anmacht oder sonst was, wird es auch nochmal schwieriger. Und ich bin selber ziemlich langsam, also, aber du hörst es von der Musik her, wenn ich dich orten kann, wenn ich in der Nähe bin. Jetzt kann ich zum Beispiel euch gerade orten. Da hinten ist eine Person, die andere läuft sehr nah bei mir. So, wie sie beide jetzt total still sind, weil sie einfach... Wir wollen uns ja nicht verraten. Ja, also einen von euch sehe ich gerade. Ich glaube, das ist die Kadi. Wer rennt denn da gerade weg? Ja, das ist die Kadi. Warst du das gerade oder war das ein Bug im Spiel? Nein, das war ich. Wenn ich mich in der Nähe von. Ja, das ist, wenn ich mich in der Nähe von dir porte, dann macht es dir quasi ein bisschen schwieriger nochmal. Weil ich bin sehr langsam, aber ich kann mich dafür sehr, sehr schnell über die Karte bewegen. Na super. Was denn? Das Problem ist, dass du ganz genau weißt, wo ich bin. Ja, aber ich bin, wie gesagt, ich bin sehr langsam, also.
Aber Kadi geht niemals ins Wasser, wenn er den hat. Genau. Er ist ein Hai. Ja, das habe ich schon gesehen, dass Fabi irgendwie ultra schnell ist im Wasser. Problem ist, ich bin auch nicht wirklich schnell, weil sich meine permanent den Knöchel verstaucht. Das kann man auch skillen, habe ich gesehen, dass das weniger passiert. Warte, Fabi! Muss nicht. Die Jünger springt immer durchs Fenster. Es war vielleicht nicht so clever, weil das direkt neben mir war. Es war aber meine Rettung. Ah. Ha, nimm es niemals mit mir auf. Ja, das ist also, tatsächlich, werde ich dich jetzt gerade nicht mehr los. Nicht so schnell bekommen, meine ich. Jetzt sehe ich dich schon wieder nicht, ey, weil immer alles so schwarz wird, wenn du da bist. Du bist halt ein Schwarzseher. Dann bist du gerade gestolpert da vorne. Ich stolper die ganze Zeit. Ja, man kann das skillen, dass das seltener passiert. Habe ich gesehen. In der Zeit kann man quasi ein bisschen... Da kommst du ja auch langsam mal wieder. Wie das Haus aussieht, wo ich war jetzt schon. Die Wand ist einge... Ich würde gerne... Die Julia leckt übrigens ein bisschen, falls ihr euch wundert. Nein, tue ich nicht. Das ist ein Special Effekt. Also man merkt, dass der hier sehr langsam ist. Also es gibt auch noch den anderen Jason. Momentan sind nur 3 Jasons freigeschaltet. Der dritte ist sehr, sehr schnell zu Fuß unterwegs. Dafür hat er deutlich schwächere Tracking-Skills und so. Na? Woher weißt du das? Cheater. Ich hatte die Sicht an einfach. Na, das gibt's doch nicht als... Du hast Kali verschont und mich bringst selber direkt um. Dich habe ich als einziger erwischt. Die Kali war zu weit weg. Die Kali sehe ich zum Beispiel gerade überhaupt nicht. Ja. Warum nicht? Ist sie so weit weg? Hä? Ah. Da hinten ist sie. Jetzt rennt sie gerade. Toll. Aber du bist ziemlich weit weg, ja? Bist du an der Holzbrücke? Das Problem ist, es wird mir trotzdem nichts bringen, weil ich keinen Plan habe, wie man das Auto repariert. Du musst die Teile finden. Dem Auto fehlt Benzin, eine Batterie und ein Schlüssel. Wenn du das große Auto nimmst. Bei dem Oder kleinen... sie ruft einfach an, dass wir jetzt einen. Genau, du kannst auch, wenn du alleine bist, ist es besonders angenehm, dass du einfach die Polizei rufen kannst. Dann musst du zur Funkstation. Oh, ich bin so scheiße langsam, aber du bist Gott sei Dank auch schon außer Atem. Also ein Tipp, wenn du dich duckst zum Beispiel, kriegst du schneller Ausdauer wieder auch. Ja, super. Jetzt hast du dich gerade 2-mal teleportiert. Au. Oh, fuck. Ja. Also, ja. Das ist tödlich, definitiv. Leicht. Das war doch jetzt eine echt gute Runde für mich. Aber im Endeffekt ist es, kann ich direkt sagen, kann ich es wichtig, sprinte nicht, solange du nicht in der Nähe von mir bist. Also du brauchst das Sprinten wirklich, um zu entkommen. Also sprinte so selten wie möglich. Du brauchst mindestens eine halbe Sprintleiste voll, damit du entkommst. Mehr. Ja, mindestens um erstmal ein bisschen Distanz zu machen. Willst du mal Killer sein, Kadi? Ja, kann ich schon mal machen. Gibt es eigentlich irgendwie die Möglichkeit, auch die Map aufzumachen in groß? MM. Ah, okay, gut. Das Und teleportieren geht dann wie, wenn ich den Killer spiele? Auf die 2 drücken, dann siehst du automatisch die Map an sich. Dann wählst du einen Punkt aus, da portest du dich hin. Wenn du die 3 machst, dann wirst du kurzfristig so eine Wolke. Und bewegst dich einfach wahnsinnig schnell, kurzfristig. Ah, okay. Das war das, was ich eben gemacht habe. Dadurch bin ich so schnell an dich rangekommen. Das Porten war das nicht, das war das Hinterher-Teleport. Ach so. Das war dieses, du kannst dich recht schlecht bewegen, aber du bist wahnsinnig schnell, kurzfristig. Aber du kannst auch in der Form nichts machen, außer dass du halt
Du musst es wieder, ist halt dann halt nur zum Aufholen. Genau. Du kannst dann entmaterialisieren und musst dann ganz schnell. Bist du eigentlich wieder im Menü? Ich sehe dich. Ah ja, da bist du, genau. Jetzt bin okay, ich. Okay, so, jetzt bist du mal Killer. Nein, und Level 2. Yay. So, ich bin schon ready. Genau. Also dein Killer zum Beispiel, du hast einen anderen als Julio und ich drin. Du hast den drin, der kämpft mit einer Axt. Der ist er läuft generell schneller als den ich hatte. Dafür ist er im Wasser sehr, sehr langsam. Okay. Also, wenn du jemanden, du kannst auf der linken Maustaste haust du mit der Axt zu. Auf der rechten grabst du jemanden. Wenn du ihn gegrabt hast, dann kannst du 1-4 eine Taste auswählen, wie du ihn umbringen willst. Die Punkte kannst du auch später verwenden, und wenn du deinen Charakter freischaltest, um Special Tötungsart zu kaufen. Yay. Ja, also der Killer kann keine neuen Skills kaufen, der kann nur Special Arten zu töten kaufen. Momentan warten wir noch auf dich. Ja, es lädt noch. Genau, also Julio sehe ich schon drin. Bin ja mal gespannt, ob ich euch kriege. Ja. Das ist, wir sind ja selber noch echt absolute Noobs, also. Und wir können uns auch mal was dazu sagen, Jürgen und ich können es natürlich auch nicht absprechen, was natürlich auch nochmal ein Nachteil quasi ist, wenn wir sagen würden, hey, ich habe schon übrigens, aber wobei, das können wir theoretisch schon so ein bisschen machen, weil Gott sei Dank weißt du ja nicht, wo die Sachen liegen. Aber wir probieren auf jeden Fall mal länger zu überleben. Meine letzten Versuche waren sehr, 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 sehr dürftig. Ich glaube, mein Bestes war 3 Minuten, keine Ahnung. Ich bin der blonde Schönling, der hier am Anfang schreit dann gleich. Der da. Das sieht so albern aus. Ich meine, der hat jetzt ganze Zeit dieses Gesicht drauf, das finde ich so gut. Dass er die ganze Zeit so rumläuft. Okay, Jojo. Ich versuche am Anfang mal den Generator zu reparieren, den einen, der vor mir ist. Ich weiß nicht, das sollte wahrscheinlich gar nichts sagen, wo ich bin. Das erinnert jetzt extrem an Dead by Daylight. Weil ich genau hier auch einen Generator repariere. Okay, er ist repariert. Wir haben wieder Strom. Oh, ich sehe dich sogar auf der Map. Echt? Du siehst mich auf der Map? Ja, wenn du M drückst. Oder ich bin auch ein weißer Pfeil bei dir unten in der Minimap. Wenn du mal hinguckst. Ah, das ist natürlich super. Ihr habt einen ungeheuren Vorteil. Der wäre? Dass ich nicht weiß, wie ich auf deine Insel runterkomme. Teleportieren einfach. Also, achso, ich muss am Anfang aber teleportieren. Nee, musst du nicht. Du hättest doch einfach laufen können. Aber am Anfang empfehle ich es dir auf jeden Fall. Oh, Juli, ich habe die Autoschlüssel gefunden. Die habe ich noch nie gefunden. Das Problem ist, dass das unsinnigste Item. Oh nein, ich halte immer E gedrückt die ganze Zeit, Julio. Dabei muss ich ja. So. Ich weiß gar nicht, wie man. Ich habe so eine Bärenfalle gefunden, Julio. Ja, die habe ich dir ja auch schon ein paar Mal aufgestellt. Ja. Wie legt man die eigentlich, Julio? Mit links oder rechts klicken. Ja. Ja, super. Schnell, lauf! Lauf doch zu, du lange arme Ente! Oh Gott, ich hatte Glück gehabt, die Kadi ist in meine Falle getreten. Ja, und ich habe nicht gerafft, wie ich mich daraus befreien kann. Auf Ehe machst du eigentlich alles in diesem Spiel immer. Das finde ich lustig, da wo du gerade warst, da war ich die ganze Zeit. Oh, also ich habe immer das Problem, dass ich die Tür immer vor mir wieder zumache. Was ich übrigens lustig finde, dass Jason unfähig ist, Türen aufzusperren.
Könnte sie auch einfach einschlagen. Kaliban verfolgt eigentlich mich die ganze Zeit. Wo ich das? Weiß ich nicht. Scheiße! Ich weiß gar nicht, wonach ich gerade suche. Ich laufe gerade von Haus zu Haus und... Oh Gott! Ich habe keinen Plan, wie ich hinterherkommen kann. Ja, du kannst nicht durchs Fenster. Du musst außen rumlaufen. Nee, generell, wie ich dich irgendwie erwischen kann, weil du immer sofort wegsprinten kannst. Ja, aber weil ich meine, ich muss auch ewig Energie laden. Ich kann ja auch nicht ewig sprinten, nur wirklich langsam. Ich weiß gar nicht, ob Sneaken so viel bringt in dem Spiel. Ich weiß gar nicht, wie viel schlechter du mich dadurch siehst. Naja, doch, wenn sie nicht ins Glatt dich zu sehen und du dann dich kurz hinter der Wand versteckst, dann bringt das schon was. Jojo, hilf mir doch. Ich weiß nicht, wo du was. Hilfe. Vielleicht geht dir die Puste aus. Ich weiß gerade gar nicht, was ich tun soll. Ich langweile mich hier gerade voll. Ich laufe die ganze Zeit einfach nur rum und schaue mir die Häuser an. Reparier doch die Autos oder sowas so lange. Ja, aber ich finde ja die Sachen nicht dafür. Das ist jetzt meine Schuld oder was, dass du die Sachen nicht findest? Ich habe es ja nicht mehr vorgeworfen. Alles cool. Oh, fuck. Ich bin so gearscht, Jojo. Soll ich mal vorbeikommen? Soll ich Jojo mal retten? Hilfe! Da musst du durchhalten, jetzt ich komme. Ich weiß nicht, wo sie ist, Jojo, aber ich hab Angst. Er braucht ja nicht zu dir kommen. Wie nett. Ganz im Ernst, das durch die Tür sneaken macht überhaupt keinen Sinn. Das durch die Tür durch... Ah, Gottes Willen! Hä, warum hab ich dich nicht erwischt? Ich weiß es nicht. Ich hab dich durchgehauen. Oh, oh Gott, vor allem ich dachte nicht, dass du da gerade bist, Kadina. Ja, ich hab gehört, wie du an der Tür rumgespielt hast. Ja, ich wollte gerade durch die Tür durchgucken, einfach nur, ja. Schönes Szenario, was ich da beobachte. Oh Junge, du bist so gemein. Hilfe. Ja, ich lade mich gerade noch auf, Moment. Ich hab's sogar. Ah, Gottes Willen, war das... Oh Gott. Oh Gott. Nicht da lang, Fabi. Woanders lang. Nee, woanders lang, genau. Ich sehe nie, wo ich hinschlage, weil das irgendwie derart am Lecken ist, wenn ich in diese Dreierform gehe. Oh Gott. Das war's für mich, Jojo. Nein, ich komme. Rette dich doch. Womit denn? Soll ich in die Luft furzen? Oh. Warum, Jojo? Warum? Lauf doch! Ich wollte dich eigentlich retten und bin deswegen zu dir gekommen. Ich war auf der ganz anderen Seite der Map, ja. Warum hast du das denn gemacht? Ja, weil ich dich retten wollte. Dann lässt du dich davor sterben. Ich lasse mich sterben. Also ich hab die Polizei gerufen, Jojo, auf jeden Fall. Also, übrigens schwimmen kann ich für dich so. Schwimmen ist, dafür brauchst du die meiste Ausdauer, also als Spieler.
Also du kannst definitiv am Schwimmen kannst du sehr, sehr kurz nur und mit einer gewissen Geschwindigkeit. Ja, danke, sagst du halt jetzt auch noch, während ich im Wasser bin. Nee, zwar Du bist nur. so ein richtiger Anti-Mate, weißt du? Ich will dich retten. Niemand hat gesagt, dass du im Wasser bist. Ich habe nur gesagt, Kadi war ja Ja, hinter dir, sie als du im schwimmt doch Wasser direkt warst. vor mir. Oh. Ich komme halt auch nicht an dich dran, weil Da der kannst du Wasser so auch. langsam ist. Ja, genau, du hast ist ja den, der im Wasser langsam ist. Ich ja auch, keine Aber ihr seid Sorge. ungefähr. Ich Ja, glaube, du klar, bist der ist schneller. überhaupt nicht so langsam. Ich wollte gerade sagen, du bist Kannst schneller. du mal bitte nicht so ein Anti-Mate Sie sein? ist doch hinter dir, was soll ich denn. Yay, ich habe einen Special Kill geschafft. Das ist eigentlich. Ja, verdammt. Ja, Ju, jetzt bist du mal der Mörder. Aber dann machen wir hier auch Schluss für heute. Sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Heute müsste dann auch, nee, morgen ist der Stream, genau am Donnerstag. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.